Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Es ist schon wieder eine Kolonie verschwunden. Ferris Fields, habe ich gehört. Das ist nicht weit von New Kenton entfernt. Ist Ihre Familie schon wieder auf der Erde? Noch nicht. Meine Schwiegermutter macht uns Kummer. Agentin Lawson hat mir versichert, das Transportteam wird sie notfalls mit Gewalt von dort wegzerren. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission. Das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner Ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben, und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen.
Hacke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten! Was haben Sie sonst noch? Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschrift. Rücken wir weiter vor. Schuss ab! Genervt! Als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte.
Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Bataillane einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Vido. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Sie unternehmen nichts, ohne mich vorher zu informieren. Das ist meine Mission. Vergessen Sie das nicht. Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Nicht jetzt. Wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein.
Ich wusste, das war ein Fehler. Wenn wir das machen wollen, sollten wir uns beeilen. Das ist wertvoll. Das nehme ich mit. Ich hab ihn ihr Leben genommen. Und jetzt ist er wieder mit.
können kommen. Diesmal nicht, Said. Sie Hurensohn. Wir sehen uns in 20 Jahren. Haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Bastard! Ah! Said, alles in Ordnung? Was kümmert Sie das? Mir geht's gut. Und jetzt los, bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ihre Rache ist Ihnen wichtiger als die Mission. Wie kann ich sicher sein, dass Sie da sind, wenn wir Sie brauchen? Ich tue, wofür man mich bezahlt hat, Shepard. Aber erwarten Sie bloß nicht mehr. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Sie sind wahnsinnig, Said.
Aber wenn ich die Reaper aufhalten will, brauche ich Wahnsinnige. Das hätte ihnen auch einfallen können, bevor sie Vido entkommen ließen. Verschwinden wir hier! Shepard, der Tank, den Sie von Corlos mitgebracht haben, weist im Inneren stabile kroganische Lebenszeichen auf. Er befindet sich im Frachtraum, falls Sie sich das näher ansehen möchten. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. Okir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum wollen Sie, dass ich versuche, Sie zu töten? Wollen? Ich tue, wozu ich geschaffen wurde. Kämpfen und herausfinden, wer der Stärkere ist. Im Tank wurde ich nie gefragt, was ich will.
Ich empfinde nichts für Okirs Clan oder seine Feinde. Diese Prägung fand nicht statt. Er ist gescheitert. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Sie sollten etwas mehr Dankbarkeit zeigen. Einen Verbündeten zurückzuweisen, kann nach hinten losgehen. Wenn ich einen Verbündeten einfach so umlegen kann, wozu taugt er dann? Doch nur dazu, vor mir zu sterben. Ich bin Ihnen in allem überlegen. Im Tank habe ich viele Schwächen der Menschen kennengelernt. Wo man ihr Rückgrat bricht, den kürzesten Weg zu... Weichen Sie zurück! Sie strecken eine Hand zur Freundschaft aus, haben in der anderen eine Waffe und zögern keine Sekunde. Vielleicht sind Sie doch nicht so übel. Geben Sie mir starke Feinde. Die Gelegenheit, einen eigenen Grund für die Fähigkeiten in meinem Blut zu finden. Also gut, ich werde für Sie kämpfen. Wenn Sie das nochmal versuchen, bin ich nicht mehr so geduldig. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten.